Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist gerade alles, ja, am Donnerstagabend, die Sonne knallt immer noch wie Sau. Und ich bin eigentlich gefühlt gerade erst von der Arbeit heimgekommen, war einkaufen, habe was gegessen. Und ja, wenn du dieses Video hier siehst, dann ist der Italienurlaub schon gewesen. Ich habe vor, das Video eigentlich recht zeitnah hochzuladen. Mal gucken, wie ich so mit dem Schneiden hinkomme, weil ich bin gerade dabei, die Snacks zusammenzusuchen, weil wir einfach 10 Stunden Autofahrt vor uns haben. Und wir haben nur mit Frühstück gebucht, das heißt, abends gehen wir halt mal essen oder machen Picknick am Strand, mal gucken. Und da bin ich gerade dabei, so ein bisschen die Essentials schon mal zusammenzupacken. Die Klamotten habe ich auch schon halbwegs zusammengesucht. Ich habe noch ein paar Sachen jetzt halt frisch gewaschen, wo ich einfach noch warten muss. Und ja, jetzt kommt in den Korb alles an Snacks und was wir einfach so brauchen könnten, was sinnvoll wäre. Und ja, das allererste, was halt jetzt nicht essbar ist, ist natürlich Sonnencreme. Einmal eine, wo halt speziell für Gesicht und Dekolleté ist. Das ist für mich sehr, sehr wichtig, weil ich verbrenne mir ja recht gern, ja, da oben die Wangen. Ich bin da immer noch ein kleines bisschen rot vom Wochenende. Und ich habe schon noch 2 andere Sonnencremes, aber die hier, das ist so durchsichtig, die ist jetzt halt für meinen Freund, weil der mag einfach die durchsichtige lieber und mir ist vollkommen egal. Und wir werden Sonnencreme brauchen auf jeden Fall in Italien. Deswegen gibt es eine extra Sonnencreme für ihn und für mich. Und was auch sehr, sehr wichtig ist, ist dann einerseits ein Lippenpflegestift. Ich bin einfach so ein Eigenmarkenkind. Genau, einfach zur Sicherheit, weil ich habe mir schon mal die Ohrläppchen verbrannt. Ich will nicht wissen, wie es ist, wenn ich irgendwie das am Ende hinbekomme, ja, die Lippe zu verbrennen an der Sonne. Das stelle ich mir so derbe unangenehm vor. Noch schlimmer als Füße oben verbrennen mit Sonnenbrand. Das ist auch echt nicht geil, aber ich glaube, im Gesicht sich irgendwie zu verbrennen, tut am meisten weh. Genau. Und das letzte, was jetzt nicht essbar ist, nee, das vorletzte, was nicht essbar ist, ist eine Aftersun Lotion. Einfach weil der auch gefühlt immer die Bräune besser hält und wenn man den ganzen Tag draußen ist in der Sonne, wir gehen dann auch ins Meer, Salzwasser, dann ist die Haut bei mir eh öfters mal ewig trockener. Und dann könnte es eng doof werden. Die nächsten 2 Sachen, die nicht essbar sind, sind Blasenpflaster, weil ich einfach auch engere, höhere Schuhe dabei habe, weil wir auch einfach mal schön essen gehen wollen. Das ist so komisch, mich in einem Kleid zu sehen. Ich bin eher so der Jeans, T-Shirt, Sweatshirt-Jacken-Typ und dann habe ich ein Kleid an und hohe Schuhe. Ist derbe und gewohnt einfach, aber auf jeden Fall Blasenpflaster zur Sicherheit. Ich weiß halt auch, dass ich mir lieber vorher, bevor ich eine Blase bekomme, eins ranmache, weil ich ganz genau weiß, wo die kommen. Genau. Dann die nächste Sache. Wir nehmen nämlich auch eine Kühltasche mit für den Weg dorthin, dass alles schön, ja, nicht schmilzt. Sind Proteinriegel für mich. Ich habe da noch 9 Stück. Wir fahren 8 Tage in Urlaub. Einen habe ich noch im Wohnzimmer liegen. Und zwar habe ich aktuell eine neue Lieblingsmarke bei Proteinriegel. Ich habe da auch immer mal einen Rabattcode, deshalb am besten einfach mal auf Insta vorbeischauen oder in der Infobox bei Favoriten und Codes, da ist es auch dann mit aufgelistet, der aktuelle Code immer. Und zwar sind es die Proteinriegel von Alpha Foods. Die haben da 2 Sorten, sind vegan. Und zwar ist das eine Erdnussbutter und das andere ist Schokobrownie und ich finde die so unfassbar geil. Und die Nährwerte finde ich halt auch noch mega top. Ich glaube, das Proteinriegel-Video hast du eventuell schon gesehen. Wenn nicht, schau da auf jeden Fall mal vorbei. Ist noch nicht alt und ich kann mich in das Schokobrownie so reinlegen.
Aber ich habe von den Proteinregeln bisher auf Insta noch nicht weiter großartig erzählt. Die hat man nur immer mal so busy gesehen, weil ich die einfach erstmal testen wollte. Jetzt habe ich 4 Packungen fast leer gefuttert. 9 habe ich noch übrig. Also 4 12er Packungen oder 36. Ich habe 4 Kartons fast leer gegessen. Ja, und Schokobrownie ist einfach so unfassbar geil. Und ja, es ist halt einfach dermaßen schwer, gute Proteinriegel zu finden. Vegane, gute Proteinriegel, die nicht schmecken, als wenn ich halt irgendwie Sand esse. Weil die meisten sind einfach so echt merkwürdig von der Konsistenz und die finde ich halt echt mega, mega nice. Genau, dann das nächste sind Kaugummis. Da habe ich meine Old-Time-Lieblinge Pfefferminz von Wrigley's Double Mint. Dann kaufen wir noch kurz vorm Urlaub Toast, vegane Schokocreme und natürlich auch Marmelade. Und für meinen Freund halt wie gesagt Toast und für mich gibt es dann Reiswaffeln, so als Notfallsnack und allgemein finde ich halt Reiswaffeln irgendwie übelst geil. Dann, was ich noch habe, sind Hafercookies. Oh, da gibt es eigentlich nicht weiter großartig was zu sagen, sind einfach nur Hafercookies. Dann habe ich noch so einen Cashew Cranberry Mix, einfach irgendwas zum Snacken, wo die Finger nicht kleben. Also das Einzige, was gefährlich werden könnte, sind tatsächlich meine Proteinriegel. Ja, den Mix habe ich 2-mal. Dann habe ich noch so Dinkelcracker. Ich dachte eigentlich, die Packung wäre größer. Ich habe es online bestellt, wenn ich so mit DM gekommen bin. Sind halt einfach zum Snacken im Auto. Lieber, dass man irgendwo die Brösel raussaugt, dass man Schokoflecken hat, was echt sehr uncool wäre. Dann habe ich auch noch Dinkelstangen mit Sesam. Die sind, ja, denke ich mal, eher für die Rückfahrt dann, weil ich brauche dann einfach irgendwas zum Snacken, wenn ich halt nicht selber fahre. Und dann habe ich noch verschiedene so Fruchtschnitten, jede Sorte 2-mal, dass mein Freund einmal hat und einmal ich. Das eine ist eine mit Mango, die hatte ich schon mal, die hat mir recht gut geschmeckt. Und dann habe ich noch Cranberry Buchweizen, so ganz, ganz flach. Die habe ich jetzt halt auch noch. Genau. Und hier sieht man schon mal den Wasservorrat, weil Wasser ist in anderen Ländern ein teurer, da war ich jetzt halt einkaufen und. Man kennt mich. Ohne Proteinpulver fahre ich nirgends hin. Das ist jetzt halt meine Lieblingssorte von More Nutrition, das Nougat Praline. Ich liebe Nougat Praline. Ich habe meine letzten 2 Packungen komplett leer gemacht. Und diese Packung fasse ich nicht an, wie ich am Urlaub. Ich bin gerade derbe überbelichtet. Genau. Die lasse ich da. Die fasse ich noch nicht an. Was sehr, sehr schwer ist. Und dann habe ich halt auch das Hotel angeschrieben, weil ich ja mich vegan ernähre. Ob die halt auch irgendeine pflanzliche Milch haben, welche keine Milch trinken kann, weil ich laktoseintolerant bin. Und dann haben die halt geschrieben, sie haben ganz viel veganes Zeugs. Dachte mir, nice. Und dann habe ich mir mal vor längerem 2 so Chunky-Streuer bestellt. Eigentlich der Himbeer-Joghurt für den Urlaub mit meiner Mom, wo wir in Rastatt sind. Da will ich auch vielleicht mitfilmen. Ja, dann habe ich mir noch Vollmilchschokolade geholt. Einfach irgendwie, wenn ich mir dann Kakao oder so machen kann mit Sojamilch, dass ich mir da noch was drauf machen kann. Oder wenn es da Joghurt gibt, ich bin gespannt. Ich kann mir 0,0 vorstellen, wie das da dort im Hotel ist, weil ich einfach Ewigkeit nicht mehr im Urlaub war. Aber schon vor Corona nicht weiter. Und ja, habe ich auf jeden Fall Changi dabei und Total Vegan Protein von More Nutrition. Mein Shaker von More ist noch in der Spülmaschine, muss ich dann gleich ausräumen. Und genau, das sind so unsere Snacks für den Weg. Ich habe auch auf dem Handy 2 Apps, wo ich wirklich vegane Restaurants finden kann oder vegetarisch, beziehungsweise
Ich habe da eine Pizzeria gefunden, die eine App heißt Happy Cow, die andere heißt Vegan Maps. Und bei Vegan Maps habe ich eine Pizzeria gefunden. Da dachte ich erst so, okay, cool, da gibt es vegetarische Pizza. Nehme ich halt ohne Käse. Alles gut. Dann bin ich auf Seite 2 gegangen. Die haben 4 Hauptgerichte, eine Vorspeise und eine Nachspeise komplett vegan. Ich habe das in der Arbeit gesehen, in der Mittagspause, ich war echt kurz vorm Heulen. Weil ich mir so dachte, so, ja, sonst nehme ich immer so meinen veganen Käse mit oder halt meinen laktosefreien Käse. In der Pizzeria fragt, könnt ihr mir den drauf tun? Hatte ich schon den Fall, dass jemand wirklich eine 300 Gramm Packung veganen Streukäse auf eine Pizza geklatscht hat, wo ich mir dachte, ja, das ist wenig viel. Nächstes Mal packe ich in der Tupperbox ab. Also es macht wirklich bisher jede Pizzeria, wo ich war, seit ich das halt mich traue, da zu fragen. Aber einfach so wirklich von Grund auf ist es veganer Mozzarella da, soweit ich jetzt halt geguckt habe. Und ich habe sogar einen Burgerladen gefunden, beziehungsweise 2 Burgerläden. Einer ist rein vegan, der andere hat auch 2 vegane Burger. Und ist einfach so unfassbar cool, weil bei beiden Apps ist einfach komplett weltweit. Und ist sogar hier bei mir in der Hofer-Ecke war es. Also ich freue mich am meisten irgendwie aufs Essen im Urlaub. Obwohl wir nicht so typisch wahrscheinlich essen werden. Ich bin auch auf das Hotel-Fitnessstudio gespannt, bin ich ganz ehrlich. Das ist so, wir haben das Hotel tatsächlich so gebucht, dass ich auch ein Fitnessstudio habe. Beziehungsweise ich habe halt so die Suchkriterien gehabt und mein Freund so, was für Filter hast du drin? Ich so, Kessi-Spielwiese? Und er so, okay, Fitnessstudio. Und dann hat er da auch geguckt und dann haben wir das Hotel gefunden, wo wir jetzt halt haben. Das seht ihr dann im Vlog zum Urlaub. Da habe ich auf jeden Fall vor, ein bisschen mit zu filmen. Ich weiß nicht, ob das so ein ganz großer wird oder so kleine. Muss ich alles mal schauen. Ich werde schauen, dass ich meine eigenen Videosachen, meine einzelnen Videosequenzen, die ich halt standardmäßig benutze, mir aufs Handy ziehe, dass ich notfalls am iPad Video schneiden kann. Mal schauen. Aber auf jeden Fall freue ich mich so unfassbar doll drauf. Und ja, ich sag mal so, Snacks und Co. sind bereit. Tasche wird auch noch gepackt. Da gibt es auf meinem Instagram-Account ein Reel da noch vom Kofferpacken. So. Stück für Stück. Und ja, das war's mit meinem. Das ist so, das Ding ist so groß wie mein Kopf. Aber ich habe meinem Freund auch 1,5 Kilo von dem normalen Proteinpulver von Marble mitbestellen sollen. Keksteig, das Ding ist größer als mein Kopf. Ja, naja. Das war's mit dem Video zu den Snacks für die Reise. Ich bin echt derbe gespannt und ja. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen, gern mal, also ich sehe die Kommentare noch, bevor wir in Urlaub fahren. Also, wenn du noch irgendeine Snack-Idee hast, die Hitze aushält, außer Salzstängchen, weil ich kann die gar nicht mehr sehen, dann gerne einfach in die Kommentare reinschreiben und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!